Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem kleinen Let's Test. Wir spielen heute Splatoon 2. Das ist ja ein Spiel, das jetzt bald irgendwie erscheinen wird für die Nintendo Switch. Und ich habe mir gedacht, ja komm, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ich habe ja hier meine gute Switch rumstehen und habe mir gedacht, ja, da meine Elgato ja wieder funktioniert, liebe Freunde, habe ich mir gedacht, ja, hauen wir doch einfach mal rein und testen ein bisschen Splatoon. So, ich muss mal gucken, will ich das wirklich über das Fenster machen? Wie kann ich denn schießen jetzt? Ah, okay, ZR schieße ich. Okay. Ja gut, aber ich muss sagen, die Bewegungssteuerung finde ich eigentlich ehrlich gesagt in dem Spiel so semi-geil. Ich habe das, obwohl es geht eigentlich hier relativ gut klar, muss ich sagen. Kann ich auch irgendwie springen? Ja, aber springen also. Es ist halt ein bisschen schwierig mit der Bewegungssteuerung. Y setzt die Kamera zurück. Ah, okay. Das heißt, wenn ich da irgendwie drin bin hier gerade, kann ich damit schneller die Kamera zurücksetzen. Wir müssen jetzt halt mal hier ganz kurz das Tutorial spielen, hier einfach mal kurz durchpauken. So, schwimme in deiner Tinte. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen B. Wie kann ich denn jetzt in meiner Tinte schwimmen? Ah, Moment, hier steht das Tinte schießen. Tintenfisch ist ZL. Ah, das ist ganz cool. Ich muss sagen, ich habe Splatoon 1 früher ein bisschen häufiger gespielt, weil ich es eigentlich ein ganz cooles Spiel fand immer. Genug auf, probieren wir die Steuerung im Kampf aus. Ja, bitte. Jetzt machen wir erstmal hier die Noobs fertig. Worum geht es überhaupt in Splatoon, liebe Leute? Es geht darum, dass man... versuchen muss, also es gibt verschiedene Modi, wie ihr seht, man kann sich hier auch verschiedene Waffen sogar aushalten. Nice, so eine Sniper oder sowas, oh mein Gott. Es geht darum, nehmen wir erstmal den Klecksroller, den fand ich früher schon cool. Es geht darum, so viel Fläche wie möglich mit eurer Tinte gegen das gegnerische Team zu haben. Also das gegnerische Team versucht so viel Tinte wie möglich zu verteilen auf der Map und ihr versucht so viel Tinte zu verteilen auf der Map wie möglich. Und der, wo halt am Ende dann mehr hat, hat halt gewonnen schlussendlich. Das ist halt der Sinn des Spiels, ehrlich gesagt. So, wir spielen hier jetzt gerade gegen ein paar anscheinend andere Leute, die hier gerade... das Spiel auch spielen. Wie ihr seht, mein Name ist hier Chris, das ist mein Real-Life-Name. Wie ihr vielleicht schon wisst. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was wir hier denn machen können. Drücke X, um die Karte ein- und auszublenden, halte das Steuerkreuz gedrückt und drücke dann A für einen Supersprung. Teammitglied, Startpunkt. Ja, gut, dann hätte ich mal gesagt, der Kampf beginnt, liebe Freunde. Wir spielen also eine Runde mit dem Farbbot. Ich habe gedacht, wir haben jetzt hier erstmal so einen Botkampf oder sowas. Aber anscheinend geht es hier gleich direkt, direkt los, ey. Das Korallenviertel, liebe Leute. Das Korallenviertel. Okay, und wir sind Team Pink, kämpfen gegen Team Ding. Zack, wir machen hier erstmal. Wir fangen erstmal hier am Anfang an und machen hier alles mal ein bisschen farbig erstmal direkt. Weil ihr müsst halt immer bedenken, es ist halt wichtig, dass man hier gegen das gegnerische Team erstmal so viel wie möglich hat in seiner eigenen Base. Oh, zu wenig Tinte. Erstmal hier ein bisschen schwimmen und Tinte aufladen. Zack. Na, 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 na. Ich hoffe, uns nimmt kein Gegner gleich auseinander. Was sind diese komischen Pfeilchen, die da immer rumfliegen? So. Wir gehen mal ein bisschen in die gegnerische Base, hätte ich mal gesagt. Die sind nämlich da auch gerade noch ein bisschen bei sich am Pinseln. Und dann können wir theoretisch... Oh, wir haben unsere Ulti ready. Muss ich aber ganz ehrlich gestehen, ich weiß ehrlich gesagt... Oh, hier ist grün. Nein, grün. Das ist halt ein bisschen problematisch. Ich muss mich an diese scheiß Bewegungssteuerung erstmal gewöhnen, ey. Das ist die Map. Die Bewegungssteuerung ist ein bisschen anstrengend für mich, muss ich sagen. Ich muss, glaube ich, Y öfters drücken, dass ich mich wieder arretiere auf meine Vision. Lülülülülü. Verbindung unterbrochen, das ist natürlich schön. Ich glaube, dass gerade ziemlich viel auf den Servern los ist. Das ist immer ein bisschen problematisch, wie ich finde. Aber das kommt halt öfters vor, weil ihr müsst denken, Leute, Splatoon geht jetzt gerade mal, also es geht eine Stunde lang, kann man jetzt hier Splatoon 2 spielen. Und da kann es natürlich sein, dass hier richtig, richtig die Hölle los ist. Besonders, die Stunde hat jetzt gerade angefangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt einfach noch nicht, dass es halt einfach gerade ein bisschen überlastet ist. Wie ihr seht, die Dinge sind relativ schnell voll. Theoretisch steht meine Switch eigentlich direkt am WLAN-Spot. Also das dürfte eigentlich nichts ausmachen. Ich habe eine sehr, sehr gute Internetverbindung. Ich habe mir schon überlegt, ob ich meine Switch irgendwie ans Internet angeschlossen kriege. Da gibt es ja auch so verschiedene Tools, wo man das dann machen kann. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Okay, wir sind jetzt Sniper, liebe Leute. Mal gucken, wie das jetzt geht hier als Sniper. Okay, wir können uns hier
Dingen. Hier können wir snipen. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier so mache. Ah, okay, dann machen wir einfach so einen Strahl hier. Ich glaube, wir sind halt eher so die Kampfklasse, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ah, mal gucken, ob das funktioniert jetzt hier. Da unten. Wie weit schießt denn das Ding? Ich weiß halt nicht, wie weit das Ding schießt. Das ist halt ein bisschen problematisch. Halt, das ist die falsche Taste. Wo kann ich denn nochmal springen? Ach, auf Ava springen. Hui. Okay, ich finde den Sniper sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Sniper nicht weit genug schießen kann. Du, Bitch. Weg mit dir, Bro. Also man kann die Gegner auch damit zerstören, wenn man... Oh mein Gott, die Steuerung. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass ich Bewegungssteuerung anhab. Man muss die Gegner zerstören damit... Oh Gott, da kommt er. Ah, da hat er uns gekriegt. Okay. Ja gut, es muss wirklich, wie gesagt, noch ein bisschen hier... klarkommen auf die Steuerung. Das ist echt schwierig, wie ich finde. Ich hatte, früher habe ich es immer umgestellt auf der Wii U, habe ich es umgestellt gehabt, dass man das Ganze über Ding machen kann. Ach, ich könnte theoretisch Tinten hier, Tinten fischen. Hui, hui. Das finde ich ja, das ist eine relativ coole Fortbewegungsart und Weise. Da hinten muss man ein bisschen von unserer Tinte hin hier. Hey, Bro. Was machst du auf unserem Territorium, Junge? Oh, oh. Was ist mein Ulti eigentlich? Ah, verdammt, der Roller ist einfach, ist meiner Meinung nach ziemlich OP, ey. Weil der macht eine riesige Fläche und geht halt voll engage, ey. Wir werden die Runde wahrscheinlich verlieren. Aber ich weiß nicht, der Sniper, der liegt mir irgendwie nicht. Den finde ich nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Muss aber auch sagen, die Steuerung ist relativ... schwer, wie ich finde. Wir müssen mal hier ein bisschen einfärben. Zack, 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 zack. Ja, gut, Roller, komm, wir machen mehr. Zu wenig Tinte. Alles klar, Tinte aufladen. Was ist unsere Ulti? Unsere Ulti geht auf... welchen Knopf nochmal? Ich weiß jetzt der Ulti-Knopf nicht mehr. Ah, doch, hier. So, mal hier schnell Ulti gezündet. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch einen Gegner... Ah, dieser Roller, hey, der muss halt einfach nur über euch drüber rollen und dann war's das schon. Das ist mega krass. Und der Sniper hat nicht die groß genug Range, um den zu killen direkt. Guckt euch mal die Range an, die reicht nicht mal bis zum Ende der Rampe hier gerade. Ja gut, okay, das sieht aus, als ob Pink das auf jeden Fall gewonnen hat, leider. LOL, wir haben gewonnen! Jawohl! Boom, Leute! Boom, Leute! Aber der Roller wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen. Nice, wir sind Vorletzte geworden. Ist aber okay, und ihr seht, der Roller hat halt am meisten gemacht. Ja, auf. Ein Kill gemacht. Wir haben drei Kills gemacht. Also, okay. Ne, zwei Kills gemacht, dreimal gestorben heißt es. Okay. Ja. Ja, ja, wir nehmen noch einen Kampf gleich mal auf. Ich weiß jetzt nicht, ob mehrere Maps hier zur Verfügung stehen. Ich glaube aber irgendwie nicht. Ich will aber nicht nochmal denselben Char haben, Dudes. Geht es irgendwie? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht nochmal Sniper. X, um die Karte einzublenden, Y zum Arretieren wieder von der... Ich muss das hier... Ich spiele das Ganze ja über einen Controller. Und ich muss sagen, eigentlich haben die Switch-Controller einen relativ guten... ein gutes Feeling, finde ich. Sie ähneln wieder sehr, sehr stark den... Oh nein, ich bin wieder Sniper. Sie ähneln wieder sehr, sehr stark den GameCube-Controller, was mir sehr, sehr gut gefällt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin wieder Sniper, schön. Ich will auf jeden Fall noch eine Runde mit dem Ding spielen. Komm, wir machen hier mal zack. Lü. Ja gut, solange der Roller hier unterwegs ist, können wir ja... Weil der Roller heißt einfach Zelda. Alles klar. Interessant am Sniper ist halt, der macht schon relativ viel... Leute, die haben Doppler-Roller. Oh nein. Der macht schon relativ viel. Aber er braucht halt auch seine Weile einfach, weil er... Oh mein Gott, diese Steuerung. Zum Beispiel, ich kann ihn halt im Moment überhaupt nicht treffen, ey. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht treffen kann.
Die Range von der Sniper ist meiner Meinung nach so gering. Gib mir Tinte. Was ist da hin? Ja, dann färben wir halt ein bisschen ein hier. Ah, die. Kann man nicht irgendwie wechseln? Okay, auf R kann ich meinen Ulti einsetzen. Da werde ich den jetzt mal erstmal wegmachen. Guck gleich an, wie gering die Reichweite hier gerade mal ist. Das gibt sich. Ah. Reichweite ist viel zu gering von der Sniper. Das müssen sie nochmal patchen, habe ich das Gefühl. Dudes! Okay. Da hinten kommen sie jetzt hoch und dann kriegen sie mal ein Ulti ab. Alter, wie viel die hier schon abgedeckt haben, ne? Nicht mehr feierlich. Oh lol, ich bin außerhalb der Map gefallen. Nein! Ich wusste gar nicht, dass es geht hier im Splatoon, wenn ich ehrlich bin. Okay, respawn. Oh nein, wir haben unsere Ulti schon wieder nicht mehr. Okay, ich muss auf jeden Fall wechseln. Wir werfen mal eine Nate hier runter, weil hier halt echt viel, viel Action ist, von wegen gelb. Ach du Heiliger, der ist halt echt nicht so meins, der Sniper. Zack. Okay, wir haben jetzt auch wieder die Ulti ready. Oh nein! Warte auf den Pick. Okay, Ulti ready. Jetzt suchen wir nur noch einen Gegner schnell. Zack, Junge. Nicht mit Papa Schlumpf hier. Wenigstens einen Kill rausgeholt. Oh, das könnte knapp werden, Leute. Das könnte ganz schön knapp werden hier. Wir haben gewonnen. Nice. Ja, Leute, zweimal einen Sieg rausgeholt. Diesmal habe ich immer noch weniger gemacht, habe ich so das Gefühl. Ja, diesmal habe ich noch weniger, obwohl wir, ich glaube, wir haben mehr Punkte gemacht als das letzte Mal, aber dafür weniger insgesamt Punkte. Wir wollen jetzt aber mal nicht weitermachen, nicht noch einen Kampf, ich will bitte was anderes spielen. Wir spielen jetzt den Klecksroller. Nein, ja, wir spielen den Klecksroller. So, alles klar, Kampf wird gesucht, liebe Freunde, Kampf wird gesucht. Wie findet ihr das Spiel? Also ich muss sagen, Splatoon war schon der erste Teil eigentlich relativ cool. Die Konsole antwortet nicht, alles klar. Ja gut, es gibt halt wie gesagt immer mal wieder hier so verschiedene kleine Hänger, leider mit Splatoon, das ist sehr, sehr schade, aber es kommt halt trotzdem immer noch mal wieder vor. Ich meine, ihr habt vorhin gesehen, wir haben vorhin einen Disconnect gehabt, jetzt sagt es angeblich, meine Konsole antwortet eigentlich nicht. Aber das sind halt einfach nur so Kleinigkeiten, die hier leider Probleme machen. Das ist halt wirklich, also bei Zelda funktioniert es einwandfrei, sagen wir es mal so. Bei 1-2 Switch und bei Snipperclips funktioniert es auch und bei Bomberman auch. Also ich denke, bei Splatoon ist es halt wirklich noch ein bisschen so, weil das Spiel halt einfach noch in den Kinderschuhen steckt. Es ist sehr, sehr schade. Ich hoffe, wir finden jetzt noch einen Kampf. Ich würde gerne euch noch einen Kampf zeigen mit einem anderen Klasse als mit dem Sniper. Und ansonsten, ja. Wäre es natürlich ganz cool. Komm schon, liebes Spiel. Kann doch nicht sein, es ist doch so viel los. Wahrscheinlich ist gerade zu viel los. Wahrscheinlich ist gerade zu viel los. Vielleicht machen wir nochmal einen Restart vom Spiel hier einfach mal schnell. Machen wir mal hier kurz, zack, beenden. Software wird beendet, okay. So, dann spielen wir nochmal hier, ja, mit meinem Benutzerprofilbild. Ja, ich weiß, ich habe einen coolen Link als Benutzerprofilbild. So, alles klar, Splatoon. Nochmal im kleinen Versuch hier jetzt, so. Ja, ZR und ZR drücken gleichzeitig. Verbindung mit dem Internet wird hergestellt. So, Verbindung wurde hergestellt. Wir wollen immer noch den Klecksroller spielen. Wir starten ins Spiel rein und suchen jetzt noch schnell einen Kampf. Komm schon, jetzt muss es aber schneller gehen. Dude, es muss schneller gehen. So, dann kann ich ja mal hier meinen Controller kurz weglegen. Und euch so ein bisschen erzählen. Ja, das Splatoon-Ding ist jetzt... Ach, schön, wir haben den Ding gefunden. Das Splatoon-Ding ist zeitlich begrenzt, liebe Leute.
Also, falls ihr euch fragt, warte mal, ja, ne? Falls ihr euch fragt, ja, cool, falls ihr es euch sagt, besser gesagt, ja, cool, ich will auch Splatoon jetzt nachher spielen. Das ist nur zeitlich begrenzt. Es geht nur von. Es geht nur von. Wie viel Uhr war es nochmal? Von 13 Uhr bis 13. Bis natürlich, bis 2. Leute, schon keine Tinte mehr. Am Sonntag und ansonsten müsst ihr leider warten. Da habe ich gerade schon einen Roller gesehen. Den werden wir jetzt mal platt rollen. Komm her. Ah, fuck, der hatte uns. Aber wir haben wenigstens den anderen haben wir hier Ding. Das ist halt die Sache. Man kann mit dem Roller kann man auch zuschlagen. Ich habe aber gedacht, wir rollen ihn lieber gleich nieder. So, wir machen mal hier so. Wir springen zu dem rüber hier. Boop, 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 boop. Und dann rollen wir hier mal. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling. Wir haben gleich kein Water mehr. Zack, Junge! Auf den Kopf! Und dann holen wir uns ein bisschen hier wieder Fläche zurück. Oh, oh, oh! Zack, Junge! Noch einen weg! Zu wenig Tinte! Gib mir mal Tinte! Noch einen weg! Achtung! Da ist der. Oh! Haben wir den gekriegt? Ne, den hat unser Gegner gekriegt. Okay. Aber besser unser Mate als unser Gegner hier. Zack! Wahrscheinlich hier in Entdeckung gehen, weil das Ding hier macht eine riesige Explosion. Ja, der Roller, der liegt mir halt schon eher hier. Muss man. Oh! Junge, hey! Der Joker, der spielt aber auch schon seit Splatoon 1, muss ich immer ganz ehrlich sagen. Wir gehen mal wieder hier auf X auf die Karte und porten uns darüber zu unserem Dude hier. Dude, gib uns den Port! Feuer! Wupp, 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 wupp. Boah, Alter, geht der ab, der Typ, ey. Er hat uns wieder weggemacht. Mann, Mann, Mann. Wir sind gerade mal bei 300, über 300 Punkte gerade mal. Das ist natürlich nicht so geil. Müssen wir wieder ein bisschen Gas geben hier. Das da unten ist mal eine Fläche. Zack, 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 zack. Wir sammeln hier jetzt gut Punkte ein. Da unten läuft einer rum, den holen wir uns. Zack. Weg mit der Junge. Müssen hier oben noch den Rest voll machen. So, sind jetzt bei 400 Punkten zu wenig Tinte. Wir schwimmen also hier mal noch ein bisschen. Und das nehmen wir hier mal alles mit. So, wir haben unsere Ulti auch ready. Das heißt, wir gehen jetzt auf eine große lila eine Fläche und benutzen dann unsere Ulti. So, weg mit dir. Nein, falsch rum! Oh, verdammt. Da war ich mit der Steuerung ein bisschen überfordert, gerade wenn ich ehrlich bin. Ja gut, aber jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein schönes Gameplay hier mit dem Ding. Ich finde es ein bisschen hektisch mit der Bewegungssteuerung noch. Ich komme damit noch nicht ganz klar. Aber ansonsten finde ich ein schönes Spiel, was man auf jeden Fall spielen kann. Und Leute, wer hat da hier gewonnen? Hey, also das ist ja mal ganz klar. Das hier ja mal ganz klar, 56 zu 30,3. Falls ihr euch fragt, warum es nicht genau 100% gibt, das liegt einfach daran, dass es ja auch Stellen gibt, die überhaupt nicht sind. Ich habe angeblich wieder zu am wenigsten Punkte gemacht. Tja Leute, das war ein kleiner Test von Splatoon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist wirklich ein interessantes Spiel, es macht wirklich Spaß, es ist mal was anderes. Es ist der erste Shooter, den Nintendo, glaube ich, so selber gebastelt hat, wenn ich es richtig weiß. Zumindest der erste Shooter auf der Switch war es damals. Und ja, ich finde es ehrlich gesagt ein relativ gutes Spiel. Es macht Spaß auf jeden Fall zu spielen. Was kann ich eigentlich hier in den Optionen noch einstellen? Das will ich noch wissen. Kamera. Ah, guck mal hier. Das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Hier hätten wir ein bisschen rumspielen sollen als erstes Mal. Naja, so ist es leider. Ja, ich finde es relativ cool. Es macht mir wirklich Spaß. Ich werde auf jeden Fall auch wahrscheinlich mir das Spiel holen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob ihr das cool findet, wenn ich solche kleinen Anteaser mache, so von wegen, so kleine Tests hier, wie die Spiele sind und alles mögliche. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen, liebe Freunde, oder was kommentieren. Das würde mich natürlich freuen. Und dann hätte ich mal gesagt, haut rein, liebe Leute, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.